Einen wunderschönen guten Morgen. Es ist Dienstag, der 1. Juni. Wir haben am Freitag keinen Box Trade gemacht und gestern keinen Box Trade aufgrund des Feiertags und steigen jetzt wieder mit den Boxen ein. Das nur noch zur Information, auch für das Video Tagebuch. Und wir sehen hier oben die erste Big Number. Das wäre dann die Big Number bei 15.505. Wir haben von gestern Abend nach heute ein Gap von 31 Punkte. Was ist noch wichtig heute Morgen? Der Daily PO liegt bei 15.451 Zählern. Auf der rechten Seite starten wir. Wir gucken einmal auf die Märkte gestern. 13,5 kleine Blue Boxen, eine 14er Blue Box, eine 11er Blue Box, die relativ selten ist. Aber gestern war auch ein relativ dünner Markt. 15er, 18,5. Und wenn wir dann mal das Ganze kleiner machen und die Range von gestern mal vom Tief zum Hoch nehmen, liegen wir ja weit unter dem Durchschnitt, liegen wir bei 89 Punkte. Ja, also das ist immer noch ja, halbwegs okay, aber im Gegensatz zu 140, 180, 190 Punkte, ja, wir haben eine durchschnittliche DAX-Range in dem Monaten, der letzten Monaten von mittlerweile 180 Punkte. Und dann sehen wir, dass wir die Hälfte davon am gestrigen Tag haben, also die Hälfte weniger. So, insofern hat man das schon ein wenig gespürt, den Feiertag in Amerika. Die Vola-Boxen sehen wir hier, haben sich einmal kurz hier rein bewegt, ansonsten war der Rest nicht greifbar. Das bedeutet, wir schauen mal rein. Wo kommt die Vola-Box heute raus? 15.518, das heißt, wir sind um die Big Number 15.518. Für die, die ein Hedge-Auflösungstrade benötigen. So. Wir mal rein, die Swiss-Box und Doppelklick. So, stellen das Risiko einmal ein für den Monat 0,01 zu 0,01. Abweichendes Ziel. Für den ersten Trade nur wichtig, 0,051 an. Und so ist es. Und Blick nochmal auf die Vola-Box. 5,518 kommt sie rein. 5,518, das bedeutet, wir können hier bei 5,518. So. Ah. Okay, da wird die Vola-Box reinkommen für die, die jetzt etwas später dabei sind. So, wir machen ja wie jeden Morgen, gehen wir einmal auf die großen Zeitebenen und fangen an mit The DAX, neues Chartfenster. Vorlage gehen wir heute mit der Tagesstrategie Pro. Fangen wir da mal an. Sehen wir die Sonne und ja, 15.500 bricht dieses All-Time-High nachhaltig. Ja, Potenzial nach oben natürlich. Ja, auf unseren Zickzack-Linien. Dann sind wir im Tagestrade Long. 4 Stunden Long. Stunde sind wir Long. 30 Minuten. Plus minus neutral. 15 Long, 5 Minuten Long. Das bedeutet, wir sind im DAX heute auch eher überdurchschnittlich oder eher Long. Nach wie vor Gold, Tagesbasis, klar Long. Und wenn wir die Fibonacci-Zahlen hier nehmen, ja, und diese ganz große Bewegung machen mal von dem letzten High bei 2075, das war 2020 und zwar am 7. August und die Strecke machen, dann sehen wir hier 1923, da ist dann der komplette Trendwechsel auch für diesen Goldchart. Ja. Löschen. 4 Stunden sind wir long, sehr schönes Bild hier. Halbstunde sind wir ausgebrochen, sehen wir 30 Minuten, 15,5, alles long in Gold.
wechseln wir die Rohstoff mehr oder weniger, beziehungsweise gehen in dann Öl rein und wir sehen in Öl, wenn wir da mal den Deckel drauf machen, da ist das High auf Weekly Basis, da knapsen wir gerade dran. Auch hier ähnlich wie im DAX, 4 Stunden Long, Tagesstrategie Long, Stunde sind wir schon ein Tickchen drüber, 30 Minuten Long, 15 Minuten Long, 5 Minuten auch Long in Öl. Technologiebörse, Nasdaq, auf Wochenbasis klar Long, Tagesbasis auch noch Long und 4 Stunden auch Long. Wir befinden uns über den Durchschnitt und jetzt sehen wir Stunde, gestern Feiertag sehr, sehr ruhig, 30 Minuten sehr, sehr ruhig, aber auch alles Long in diesem Markt, 5 Minuten auch Long. S&P 500, Wochenbasis klar Long, Daily Long, 4 Stunden Long, Stunde Short, Achtung, 30 Minuten Long, 15 Minuten Long, 5 Minuten Long. Dow Jones, dann haben wir sie, die großen Indizes, Wochenlong, Tageslong, 4 Stunden Long, Stunde Long, 30 Minuten Long, 15 Long, 5 Minuten Long. Jetzt gehen wir einen Markt tiefer und gehen in Bitcoin. Bitcoin auf Tagesbasis Short, 4 Stunden Short, Stunde sind wir Long, 30 Minuten sind wir Long. 15 Minuten sind für Short, 5 Minuten auch Short, also sind mehr Shorts als Longies. Ethereum, Tagesbasis Long, 4 Stunden Short, Stunde Long, 30 Minuten Long, 15 Long, 5 Minuten Short, auch hier ein wenig unentschieden. Das war ein kleiner Blick hier drauf. Und jetzt konzentrieren wir uns auf unsere Box. 15.507 zu 15.492 ist die erste Order. Ab dem zweiten Trade bedeutet, wenn der Markt nicht direkt in den Gewinn läuft, wollen wir ein wenig mehr mitnehmen. Ja, die Zielmarke von hier aus wäre 15.550 nach oben hin. Oder nach unten hin wäre dann der Daily Pivot und der liegt heute auch bei 50. Das wären die Zielmarken, wohin wir erstmal hinsteuern könnten. Ja, Gap Closing ausgenommen. Ja, wir sehen, das Gap hier ist sogar noch tiefer. Also von hier bis zum Gap Closing hätten wir 55 Punkte. Dafür müssten wir aber den Daily Pivot hier unterstreichen. Das so die Zielmarken, der Fahrplan eventuell. Ja. Aktuell Trading Range 20 Punkte, das ist normal für die ersten, ja jetzt 37 Minuten seit der Markteröffnung. Die Falle ist platziert und jetzt heißt es abwarten. Wir blicken aber noch einmal auf Kijun Zen. Hier gibt es auch nichts, dass wir da nichts verpassen und MTX haben wir aktuell auch kein Gegensignal. Wir haben eine rote Sonne, bedeutet, dass wir eher. Auch der Indikator hier oben unten ist blau, dass er ein Short Move sein wird, wenn es heute zu einer Umkehr kommt. Turnaround Tuesday. Schauen wir mal. Ja, und Monatsanfang. Dann sind einige Marktteilnehmer ja immer bullish. Gucken wir mal, wie der Markt heute schließt. So, es ist 9:45 Uhr und wir sind eingestochen in die 15.500er Marke. Also 15.500, jetzt der erste voraussichtliche Trade, Big Number. Ja, entweder sind wir Short dabei, 15.492 oder Long bei 15.507. Sekunden noch bis zur Markteröffnung. 6, 5, hier und los geht's. Ja. So. Wir sind auf der rechten Seite mit der Blue Box, mit der Big Number sind wir Long. Mit der Vola Box bin ich Short reingekommen.
Also haben zwei Pferde jetzt im Rennen. Die grünen Boxen haben das Long Setup bei 15.518. Und wir sind jetzt long im zweiten und gehen jetzt auch hier auf unser Ziel von 50 nach oben hin. Der Eröffnungstrade ist in den Gewinn gelaufen. Das war der Big Number Trade für unser Videotagebuch und somit verabschiede ich mich hier bei den YouTubern und wir machen jetzt im Live-Trading-Raum weiter und hören uns dann morgen wieder.